Hast du nicht was? Oder ich. Nee, du erzähl andere. Ja, das war, dass du es theoretisch machen kannst. Ne, jetzt musst du an der Werkbank, müsstest du den quasi machen. Also im Bau geben. Liegt vorne. Musst du nur einmal rüberziehen. Falls sich nicht verknüpfen lässt. Eins der vorderen. Ah, auch guck mal. Wenn du Shift gedrückt hältst und ziehst was rüber, dann nimmt er so viel mit, wie es geht. Also wenn du jetzt. Nee, das ist Lehm. Das ist da vorne. Was aussieht wie alter Käse, das ist. Ich kann jetzt ein besserer Jäger werden. Und da verdoppelter Kopfschussschaden. Ja, ist schon gut. Aus den Bisons kommt mehr Fleisch als aus Fischen. Schön. Haha. Das ist gut. Ich kann Elche mit einem Schuss töten. Jetzt kann die Jagd beginnen. Ja, klar. Mit dem Hammer kann ich es hochnehmen. Die andere Reuse hingestellt. Genommen. Ja, dann kann das natürlich nicht klappen. Fische kommen noch.
Achso, der konnte nur 5 Arbeitsaufträge gleichzeitig daran hängen. Da war was. Nicht 10 Minuten. Okay. Das waren jetzt schnelle 10 Minuten. Dann gucken wir mal, ob wir das hier so einfach reinsetzen können. Ach, guck mal. Da geht's zumindest schon mal. Gucken, ob der Strom bis da hinten reicht. Okay, gut. Aufheben von Sachen mit dem Hammer draufhauen. Ja. Ich glaube, ich weiß, ich krieg den Strom von der Mühle nicht, weil die Mühle nicht auf unserem Grundstück steht. Geht auch beim Karren. Was ist?
So. Die überall im Waldstück da pappen die irgendwo zwischen. Das ist doch cool. Guck mal, dann können wir die Brücke hier rüber gehen lassen. Und die geht seitlich an dem Wasserrad vorbei. Dann kann man von der Brücke immer das Wasserrad aussehen. Wenn das nicht schick ist, dann weiß ich auch nicht. Die Reichweite einfach so verdammt klein. Ja, scheint die Reichweite zu sein. Egal.
So, dann guckt uns das hässliche Ding hier nicht so die ganze Zeit an. Okay. Zugriff und Reichweite auf die Lage hat er auf alle Fälle. Das ist doch schon mal gut. Seinen Arbeitsauftrag zum Verhungern. Geht auch nur eine halbe Stunde lang. Ich habe übrigens gerade schon festgestellt, ich kann ein Reh, wenn es schläft und ich direkt den Kopf treffe, mit einem Schuss umlegen. So, von wegen Pfeileffizienz. Kostet ja alles Holz. Stehen, du blödes Reh. Ja, wie gesagt, wenn schläft. Ich gehe lieber wieder wehrlose Fische töten. Die sind mir sympathischer. Aus Erde kannst du sie nicht bauen, die rutscht runter. Müsste man dann aus Holz machen.
Lustige Animation. Ich auf die Reuse. Bergbau wird dadurch gefördert. Okay. So, jetzt sind wir völlig ökologisch und spielen mal eine Folge von Als die Tiere den Wald verließen. Du fällst die Bäume und ich jag die Tiere. Pflanzen doch auch wieder an. Ich habe ein Gubbel, Gubbel. Ja. Nein, natürlich achte ich auf die Tiere. Huch, welche Tiere? Da kam ich noch rechtzeitig auf Muten und dann muss ich doch nicht niesen. Bis auf dem Weg hier mir Sand hergestellt hat, ist der Komet eingeschlagen. Boah, den Sand jetzt über die ganze Küste hier zu tragen, wird aber auch kacke. Als der Plan selber.
Ich kann auch aus Weizenmörtel herstellen. Ja, aber für später. Das ist alles Erde. Sag mal nicht, auch ein Rezept. Verkohlter Mörtel aus Pflanzenfaser und Holzspänen. Ja, das ist doch mal was. Ja, weil es die erste freigeschaltete Kiste ist, sonst kommt aus dem Lagerfeuer. Das kann ich nicht steuern. Ich nehme es nachher wieder raus. Ein Brennofen kann auch nicht schaden. Du bist zu hungrig, um beim Brennofen herstellen zuzugucken. Mm-hmm.
Eine Eiche. Da drüben. Sehr gut. Oh. Okay. Das kann sich sehen lassen. Ich glaube, es braucht von Level zu Level immer mehr. Denn inwiefern nichts? Bildschirm dann flackert, oder? Gehen wir gleich weiter Steine klöppeln. Oh, hier können wir nochmal fürs ausgewogenere Ich mal ein Mais hinterher freckeln. Ich bin gleich sofort wieder da.